So, hallo und ja, frohe Weihnachten oder eigentlich nicht mehr frohe Weihnachten, ne? Ich habe mal geguckt, die Folge kommt jetzt am 29.12. raus, wenn ich mich nicht irre, vielleicht am 28. Ich habe gerade nicht ganz die Rechnung im Kopf, aber auf jeden Fall nach Weihnachten. Ja, daher möchte ich hoffen, dass ihr alle irgendwie ein schönes Fest hattet und euch mit der Familie nicht zu sehr gestritten habt oder was auch immer ihr gemacht habt, bisschen entspannt wart und ja, irgendwie einfach mal ein bisschen runtergekommen seid. Ich persönlich habe gerade meine Folgen ein bisschen aufgeräumt. Daher weiß ich, dass ich jetzt hier mit der Folge nach Weihnachten irgendwann rauskommen werde. Und Stichwort aufräumen. Hier sieht es schlimm aus. Das sage ich, ihr fühlt jede zweite Folge. Wenn nicht gar jede Folge. Wahrscheinlich kann man schon ein Trinkspiel draus machen. Das machen wir natürlich nicht. Wir kümmern uns mal drum. Ja, ich dachte mir so, wenn das jetzt eher eh zwischen den Folgen ist und die Leute, zwischen den Folgen, sag ich schon, zwischen den Feiertagen und die Leute sind ein bisschen entspannt und, naja, chillen, lassen das irgendwie nebenbei laufen und da kann man ja mal ein bisschen auch, ja, chilliger einfach die Folgen angehen lassen und ja, also dementsprechend ja gleich Disclaimer vorneweg. Ich mache jetzt hier nicht die Action. Mein Gott, hier ist alles kaputt bei dem Ding. Wir werden einfach uns nur um die Basis kümmern. Und ich werde ein bisschen drüber labern, hoffe ich, wenn ich nicht irgendwie zu verpeilt bin oder so. Das ist in Ordnung, der Hals. Okay, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Die Dinger sind in Ordnung. Da ist ein Loch drin. So. Da machen wir Lederstreifen dran. Die Stiefel sind in Ordnung. Noch irgendwas? Nipets hat auch ein Loch. Na, sag mal. Bin auch gar nicht so doll durch die Strüppi gerannt. Ja, vielleicht war das insgesamt mal fällig. Ich habe es nur an den Handschuhen gesehen, dass ich mich mal hier wieder drum kümmern müsste. Und das mache ich ja gerade. Irgendwie habe ich auch sonst nichts an, wa? Naja, ist eigentlich auch egal. So, hier liegt ein Rucksack auf dem Boden. Was ist da? Ah ja, ein Sportrucksack. Wenn wir diese Folge aufräumen, dann könnte ich eigentlich auch mal schauen. Naja, wir fangen erstmal an, uns einen Überblick zu verschaffen, ne? Dann werde ich das eine Solarpanel, was ich hier habe, einsortieren und die Holzstämme, ja, die kann ich eigentlich mal hier hinwerfen. So. Wahnsinn, mitten im Gang, wie sich das hört. Ja. Ich verschiebe mal ein bisschen Kram. Hoffe, der landet da, wo er hin soll. Halt das nicht. Das machen wir. Können wir eigentlich auch mal probieren, aber erstmal sollte ich vielleicht was essen. Ich wollte ja sowieso hier ein bisschen mein Dosenfutter alle machen. Und das tue ich jetzt. So. Lecker Gemüsefruchtcocktail. Mit diesen krebserregenden roten Kirschen. Also wenn ich sowas sage, glaubt mir nicht. Ich meine bloß irgendwo mal gehört zu haben, dass in diesen Kirschen, die da drin sind, die da aus diesem Kunststoff bestehen, krebserregende Stoffe nachgewiesen worden sind. Aber das muss nicht stimmen. Also wenn ich so ein Bullshit laber, dann nagelt mich nicht drauf fest. Ich rede halt einfach nur hier ein bisschen drüber. So, vielleicht in den 90ern noch schlimmer gewesen, als es heute ist. Und die EU hat da schon den Deckel drauf getan. Weiß man nicht. Doch, weiß man bestimmt. Ich weiß es bloß nicht auswendig. Das ist der Punkt. Genau. Warte mal, warte, was mache ich hier gerade? Wie ist das, was ist das denn jetzt passiert hier? Ah, nee. Oh, nee. Leute. Ich habe mich verklickt und die Shift-Taste losgelassen. Raus damit. Das hat da nichts drin zu suchen. Hier sind nur Getränke drin. Raus damit. Ja, das kann dann so bleiben. Okay. Auch wenn ich dann später nicht weiß, wo meine Schnecken sind. Hier kennt man ja. Ich habe immer öfter das Problem. Ja, wo sind die Schnecken hin? Auf dem Salat, logischerweise. Ich habe es halt verschieden.
hatte doch da gerade irgendwas. Gut, ich sortiere mal noch ein bisschen weiter ein. Guck mal, wir haben ja jetzt ein Klavier. Ja, das geht, genau. Dann ist ja noch eine Menge Essen. Das kann erstmal im Rucksack bleiben. Ah ja, Munition sehe ich da ohne Ende. Wir wollten ja eh noch die Waffenkammer nach unten verlegen. Ja, das ist die Leiter. Ist, habe ich. Ja, ich habe More Buildings Plus aktiviert mittlerweile. Das habe ich hingekriegt. Also, More Buildings kennt ihr schon. Habe ich schon öfter benutzt. More Buildings Plus. Was macht More Buildings Plus? Das macht noch ein bisschen mehr Zeug. Also, man hat noch mehr Wände und Ecken und was weiß ich nicht alles. Interessiert mich eigentlich gar nicht so recht. Viel davon ist auch wirklich sehr speziell. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche Spitzen für Dächer habe, ne, ihr seht es, die sind da ja, wenn man, braucht man manchmal, wenn man ein spezielles Dach bauen will, will ich aber gar nicht. Ich will es hauptsächlich hier für Fancy Railing haben und da kann ich nämlich hier so solche schönen Sachen machen. Dafür brauche ich Bretter. Naja, dann sägen wir die doch mal schnell. Und dann kann ich hier nämlich mein kleines Todesloch mit sichern. Zack. Dann versuchen wir nochmal Morbidings Plus und zwar Fancy Railing. Was haben wir hier noch? Hauptsächlich sind das Geländer für Treppen und sowas. Ne? Seht ihr hier schon, das ist so komisch angeschrägt. Und damit kann man halt auch eine ganze Treppe irgendwie schön befenzen. Ich weiß nicht, welches Wort ich dafür nehmen soll. Mit einem Zaun umgeben. Aber es sieht halt auch noch mal ein bisschen schicker aus. Also es sind halt hier Zäune, die du im Vanilla-Spiel nicht zur Verfügung hast, leider. Warte mal, warum geht der jetzt nicht? Weil ich schon wieder keine. Welche Materialien fehlen? Also das ist auf jeden Fall meine Hauptmotivation hinter dem Zeug. Ne? Ach ja, es fehlen die Nägel. Ja, ist ja wieder typisch. Nägel, Nägel, Nägel. Ich meine, ich habe hier Nägel, aber. Naja, ah, hier werden auch nochmal welche gewesen. Komm. So, bauen. Einziger Problem, oder einziger Kritikpunkt, den ich an dem Mod habe, sind diese komischen Menüs. Aber das Interface ist ja sowieso nicht unbedingt die Stärke von Project Zomboid. Das muss man leider auch sagen. Wir sind hier auf einem recht simple Interface unterwegs. Also jeder UI-Designer schlägt hier wahrscheinlich bei dem Spiel auch manchmal die Köpfe ja, die Köpfe über der Hand zusammen. Ihr wisst schon. Wobei das auch jetzt nicht meine Spezialität ist, das zu beurteilen. Ich weiß nur, dass es mit den ganzen Menüs und dem Drag and Drop und so, da zackelt manchmal und das stört mich auch persönlich ein bisschen. So, was ist jetzt los? Warum darf ich es nicht bauen? Die Bretter sind alle. Na gut. Dann gehen wir mal kurz runter. Hier hat man ja schon angefangen vor einiger Zeit. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hier eine Waffenkammer draus bauen soll, aber das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Bretter. So viel kann ich schon mal sagen. Ich bin sogar gerade am Überlegen. Ja, doch, wir gehen mal hier wieder hoch. So. Wo waren wir hier? Vielleicht wäre es so rein aus logischer Sicht gar nicht so schlau. War nicht so schlau. Alle Waffen nach unten zu verlagern, sondern vielleicht erstmal nur die kleinen Handfeuerwaffen oder so. Und dann schauen wir mal weiter. Weil es hier unten, ich meine, es wird nicht passieren, weil wir sind sehr sicher. Aber falls hier unten eine Zombieherde drinne wäre, dann ist das ja nicht schlau, dass die Waffenkammer überrannt ist. Ne? Dann wäre es immer noch gut, wenigstens die Schrotflinten oder irgendwas oben zu haben. Das ist zwar irgendwo im letzten Endes bloß mein Roleplay-Aspekt bei der Sache. Was passiert eigentlich, wenn ich die Fliesen hier wegnehme? Das Holz drunter, aha. Kann ich das einfach so mitnehmen? Ja, was habe ich jetzt mitgenommen? Wir gucken gleich mal.
Jetzt nehme ich das mal weg. Ist überall Holz drunter. Tatsächlich. Eigentlich ganz schick, war. Kann ich denn diese Schilder da auch irgendwie wegmachen? Ich kann. Warte mal. Jetzt müssen wir das gucken. Hier demontieren mache. Was ist dann? Ja. okay. Das ist ja lustig. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich kriege ja mit ja dann direkt auch die Materialien, um hier einen anderen Boden reinzumachen, wenn ich es jetzt drauf anlege, wenn ich jetzt sage, ich möchte, wo sind wir hier bei Möbel, nee, Quatsch, Boden, und dann nehmen wir hier mal, was nehmen wir mal, was würde denn in der Waffenkammer gut aussehen? Ich bin ja immer für der Teppichtyp. Vielleicht so ein Lebens, nee, irgendwas ohne Muster auf jeden Fall. Vielleicht ein brauner Teppich. Ah, braun ist eine doofe Farbe, warte mal hier. Schwierig hier, warte mal, braun, weiß, Pilocrep-Boden, ne. Blauer Boden, komm, das können wir mal machen. Na, und dann machen wir hier einfach die ganze Bude hoch mit blauem Boden. Und schauen mal, wie das wird. Das ist doch eine Idee. Bin massiv überladen. Ich sagen, ich krieg schon Rückenprobleme, wenn das so weitergeht. Ach so, guck mal, das Solarpanel wollte ich mich auch noch drum kümmern. Machen wir das doch mal als erstes. Ist gar nicht so leicht, hier ein System reinzukriegen, wenn man schon wieder so lange nicht gespielt hat. Also ich war massiv in der Vorproduktion. Und jetzt bin ich wieder am Nachholen. Immer noch 7 Tage hinterher, wenn man so will. Was heißt hinterher 7 Tage im Voraus eigentlich eher? Und naja, also hat wieder den Nachteil, auf die nächsten 7 Tage Kommentare kann ich nicht eingehen, weil die ja noch nicht passiert sind. Aber ein paar Sachen sind schon passiert. Auf was kann ich denn eingehen? Welche Kommentare? Prinzipiell fragt ihr mich ja ziemlich oft nach den Mods. Da könnt ihr mir mal erzählen, dass ihr nochmal hier unter diesem Video ist ein Link zu so einer Steam-Liste. Und in der Steam-Liste sind alle Mods, die zurzeit aktiv sind, ja, verlinkt. Die findet ihr da. So viel dazu. Ja, ihr Kommentar meinte auch, dass ich offensichtlich mit der Ordnung in meiner Basis nicht zufrieden bin. Und das stimmt. Das stimmt absolut. Ich bin ja immer ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist ja nun mal vielleicht fürs Zusehen nicht ganz so spannend, mich hier im Kreis mäkeln zu sehen. Andererseits muss es halt auch mal sein. Und je unordentlicher das wird, umso länger dauert halt auch alles, ne? Ich schmeiß das mal da rein. Ich habe Müll mitgenommen. Sack mit Erde hat er auch. Ja, kümmere ich mich später drum. Ja, es geht halt eine Menge Zeit auch damit verloren, dass ich einfach nicht weiß, wohin mit meinem Kram hier, ne? Hab ich jetzt eigentlich nicht nur Kabel. Müssen wir nochmal nach oben. Was brauche ich noch außer Kabel? Braucht doch bestimmt. Ne, das brauche ich gar nicht. Ich will nur dieses scheiß Solarpanel bauen erstmal, damit das, weil das wiegt eine Menge. Das da. 3 Kabel und 4 Metallstangen. Aha, also heißt, ich muss mir hier 4 Metallstangen rausmopsen. Eins nehmen. Zwei nehmen. Drei nehmen. Oh. Drei nehmen. 4 nehmen. So. Gut. Kann ich hier noch was verschieben? Ja. Ah, so nicht, Freundchen. Ich meine eigentlich was anderes. Alter, wie viel Metallschrott ist hier drin? Können noch mal gucken, dass wir vielleicht in ferner Zukunft mal mit dem Zeug irgendwas anstellen. Und sei es bloß ein Auto reparieren.
Dafür habe ich mir auch schon Mods angeguckt, bin da nicht so ganz zufrieden. Das kommt mir so ein bisschen imbalanced vor, so von wegen, ja, du brauchst bloß ein bisschen Klebeband und dann kannst du den Reifen wieder reparieren oder sowas. Das ist irgendwie, hat so einen Geschmack, den ich nicht mag. Ich möchte es ein bisschen komplizierter, wenn ich schon sowas habe. Weil so Teile zusammensuchen oder sowas ist für mich ein bisschen spannender, als bloß mit ein bisschen Klebeband an das Auto ranzugehen und das wieder in Gang zu setzen. Ne? Müssen wir mal sehen. Also fürs Erste werde ich keine Autoreparatur-Mods installieren, denke ich mal, weil wir können ja im Prinzip auch intakte Autos, die aber nicht so schick sind, auseinandernehmen und die Teile dann an unsere weniger intakten Autos reinmachen. Erst wenn das nicht mehr geht, dann überlege ich, ob ich den Mod mit den Autoteilen installiere. Und das kann durchaus passieren. Mir ist es nämlich mit dem, wie heißt es, dieser Styx Car Overhaul Mod. Ich glaube, so heißt er, so ähnlich. Der auf jeden Fall uns diese schicken Autos zur Verfügung stellt. Der hat den Nachteil, dass die scheinbar einzigartige Teile haben, sage ich mal. Also wir können jetzt hier mal kurz gucken. Warte mal, du bist doch schon wieder so ein Türzerstörer. Naja. Ach ja, jemand von euch benutzte auch meinen Better Electronic Mods. Finde ich cool. Und schrieb, die Fernbedienung, die gekrafteten, funktionieren super damit. Können wir auch gleich nochmal gucken. Der Hotkey dafür befindet sich übrigens hier. Tastaturbelegung, dann ganz nach unten scrollen und Toggle Remote steht bei mir ja gerade auf Nummernpad 3. Was wollte ich dazu sagen? Ach so, der funktioniert mit der Fernbedienung hier, V1 Fernsteuerung. Witzigerweise nicht mit V2 und V3, aber dann wiederum mit allen, die aus meinem Mod kommen. Und ich weiß bis heute nicht warum. Ich habe es mir noch nicht tiefer angeguckt, aber ich habe den Verdacht, da ist wieder irgendwas mit dem Vanilla-Spiel. Irgendwie seltsam. Also muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Keine Ahnung. So. Mal, da soll der nicht hin. Ich würde sagen, wir machen den hier hin. Ne? So, dann schließen wir das Gerät an. Da. Okay. Nägel sind immer noch da. Schüttelkönig. Zack. So, was haben wir hier noch alles? Alles möglich, aber eigentlich auch nicht so viel. Mal. Ja, machen wir nochmal die Dosen für sich auf. Komm. Bin gerade am Überlegen, wenn wir hier nur an der Basis rumkrebsen. Ne, wir werden nicht nur an der Basis rumkrebsen können. Weil dafür habe ich ja gar nicht genug Materialien. Also, auch wenn ich jetzt gesagt habe, das wird eine Basisbaufolge und so und hier aufräumen und alles, das steht außer Frage. Aber das heißt nicht, dass ich damit durchkomme, weil wenn ich hier wirklich bauen will, brauche ich mehr Bretter. Da hilf ich, brauche ich gar nicht drum reden. Das ist einfach so. Jetzt machen wir erstmal den Tisch. Und zwar den Tisch für die kleinen Waffen. An welcher Wand fange ich ihn am besten an? Wollen wir hier? Das ist ein bisschen schwierig. Komm. Ich würde sagen, ich nehme erstmal diese Schränke auseinander. Na komm. So. Die sind zwar ganz neckisch und vielleicht braucht man solche in Zukunft, aber ich glaube, die kann ich auch craften mit Mobbles. Und wenn nicht, da sind die noch und wir haben auch noch eine Schule irgendwo um die Ecke. Da findet man sowas auch. Also alles halb so wild. So, die beiden Automaten. Sich da erstmal stehen. Eigentlich müsste ich hier auch erstmal alles wegreißen. Vorschlag habe ich jetzt auch nicht dabei. Lass mich mal kurz überlegen, während ich hier für sich esse. Ist noch ein Haufen Medizinkram. Bisschen Essen, Propangas, Tanknägel. Oh. Also hier on the fly
Sich was auszudenken, wie das aussehen könnte, ist gar nicht so leicht. Ich werde erstmal noch ein paar Wände einreißen, so wie sich das hier hört. Na, bau die Tür ab. Komm. Und dann fange ich vielleicht. Möchte ich gar nicht. Fangen wir hier unten an. Dieses hier ist ein schöner großer Raum und den kann ich halt beleuchten. Ich würde sagen, das ist ein guter Anfang, wenn ich jetzt einfach sage, ich baue hier erstmal einen Tisch und mache die Waffenkammer für die kleinen Einhandwaffen. Also, dafür brauchen wir erstmal noch ein Möbel. Haben wir denn hier eigentlich Möbel? Nee, warum ist das ein Molding? Ach, ist ja lustig. Wenn das Deutsche heißen Stuck. Ornamente. Also. Leute, ich kann. Das ist ja geil, ich kann Bäume pflanzen mit dem Mobbles Plus. Und Gedöns an die Wände hier. Das ist ja echt cool. Der hat auch die anderen Türen. Manche davon habe ich schon gesucht. Das ist ja richtig cool. Und Duschen. Oh, wir können eine Dusche bauen, Leute. Diese komischen, ja. Das ist ja witzig. Ja, da kann man mit dem Plan auch militärische Zelte nachbauen, wenn man will. Oh, ich sehe schon, wir werden hier ein bisschen Spaß mit haben. Ja. Aber jetzt erstmal zurück hier zu den Möbeln. Ich habe mich noch nicht so krass mit dem Mod auseinandergesetzt. Also mit großer Auswahl kommt auch große Konfusion. Und das sieht man dann wieder bei mir im Let's Play wunderschön. So, wir machen jetzt für jeden Einhandwaffentyp zwei Tische. So viel habe ich jetzt schon mal festgelegt, weil das eh eine Menge wird. Wir kennen das, also die Einhandwaffentyp. Also für jede Handfeuerwaffe, wir wissen schon, die kleinen Krepelwaffen, Glock und wie sie alle heißen. Ja, und dann sollte das platzmäßig auf jeden Fall reichen. So, Uhren brauche ich nicht, kommt weg. Ja. Bretter kommt dafür hier ins Inventar. Und dann bauen wir noch einen Tisch. Was hab ich da? Ich habe schwarzen Tisch, ne? Großer dunkler Tisch, genau, den da. So. Hier kommt dann ein Container davor. Über Munition. Ja. Ist natürlich, den kann ich nicht in die Höhe stapeln, weil da der Lichtschalter ist. Und hier hinten kommt dann wieder der Waffenschrank hin. Der war. Ja, das meine ich mit großer Auswahl kommt große Konfusion. Medikabinett, das dürfen wir alles nicht bauen, weil es fehlt mir eine Metallplatte. Das war nicht das Problem. Die liegen ja hier gleich vor der Tür quasi. Das ist noch zerlegbar hier. Ne? Ja, mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe in den 3 Stunden, die ich mir heute dafür Zeit nehmen werde. Wir haben es ja übrigens gerade. Lasst mich auf die Uhr schauen. 21:13 Uhr. Ja, ich werde heute bis 0 Uhr aufnehmen. Es ist der 21.12., für wen es interessiert. Also für mich ist noch nicht Weihnachten. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Fest. Tja. Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sich wieder für das schlimme Fest verzeihen sollte. ansonsten, tja, weiß ich auch nicht. Ich kann ja nicht in euer Leben reingucken und kann nur hoffen, dass es jedem Zuschauer irgendwo gut geht. Und gibt keinen, den ich irgendwas Böses wünschen würde, warum auch? Vielleicht ja gar nichts. So. Los mit Chili öffnen. Essen. Ist schon wieder müde. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch eine Reihe Tische. Wenn ich den, habe ich Bretter überhaupt noch? Die Bretter sind schon alle, wa? Brauchbares Holz. Okay, aber schön, dass hier schon mal eine M9-Pistole ist. Das heißt, warte mal, die sind 9 mm oder genau. Ich da platzieren. Und dann kommt die auf den Tisch und gründet quasi den 9 mm Tisch. So.
Savage Pipe. Ah ja, stimmt. Das haben wir noch Feines. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich nur Scheiß mit mir rumschleppen, aber ich weiß auch gar nicht, was ich gerade wegmachen sollte. Geldstapel. Kelle, Vitamine, Unverbrauchs. Das ist alles schwierig. Alles so schwierig. Guck mal da. Geh mal kurz hoch, würde ich sagen. Jetzt gucken, ob hier nicht einer noch ein Zombie rumkrebst. Weiß ich was. So. Gemüsebeet. Gammelt so ein bisschen vor sich hin, ohne dass ich was mache. Können wir uns vielleicht auch noch die Folge drum widmen? Das würde ich aber eher hinten anstellen. Steine. Ah ja, die wollte ich für die Feuerstelle, ne? Ich wollte hier so ein Kaminzimmer draus bauen. Ja. Wir brauchen auch wieder ein Zimmer für die Klamotten. Ja. Den platzieren wir wieder auf dem. Ey, was soll das? Platzieren wir wieder auf dem Bett. Warte mal, das geht nicht, das weiß ich. Oh, oh, es ging. Doch, manchmal verschwindet der, wenn man den so hinplatziert und ich weiß nicht warum. Aber in dem Fall nicht. Einfach mal durchschlafen hier, damit es nicht so dunkel ist. Ziegel, Steine. Ja, ich schleppe halt auch zu viel Zeug mit mir rum. Steht außer Frage. Ja. Ganzen Lampen können wir mal irgendwo stilistisch, sehr schön verteilen. Okay, die Kartoffeln sind gut, kann das sein? Hier stehen entfernen. Wir können mal kurz Info drücken. Junge Kartoffeln, junger Brokkoli. Junge Erdbeerpflanzen und verrottete Kohlköpfe. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Ich hab halt nicht den grünen Daumen oder die grüne Kralle hier als Wildhund. Ist halt dumm. Passiert. Schön, wie hier langsam das Grünzeug so davor wächst, ne? Was sind hier irgendwelche Bolzen? Das müssen wir alles zerlegen in der Werkbank. Die Stifte, die habe ich ja, glaube ich, zum Zerlegen mitgenommen, genau. Dann kann ich die nämlich hier erstmal loswerden auf die Weise. Noch irgendwas? Ich brauche noch mehr Bretter. Paar kann ich mir noch zusammen mopsen, aber das reicht nicht weit. Das reicht nicht weit. Weil. Also hier kriegt man noch welche raus, ne? Ist klar. Könnte mir ja eigentlich so einen Mega-Schreibtisch zusammenbauen. Aber es geht bestimmt auch mit Mobile Plus, wenn ich will. Also muss ich jetzt hier wahrscheinlich gar keine Rücksicht nehmen. Zerlegen erstmal alles. Dann sehen wir weiter. Das ist eh leer, okay. Schade, dass er da nicht immer Materialien rausgewinnt, aber wir sind auch keine Meistertischler. So. Wieder Gegenstände drin. Funky und ein Locher. Es ist schade, dass wenn man diese Musik einlegt, nicht wirklich irgendein Musiktrack läuft, so wie bei Minecraft mit dem Music Disc oder so. Das wäre noch ganz witzig. Kommt vielleicht auch in irgendeinem zukünftigen Update. Es gibt eine Mod, der heißt True Music, wo man tatsächlich so, ja, Musik, die es so gibt, ins Spiel patchen kann. Aber das kann ich obviously nicht machen, wegen GEMA und was weiß ich nicht allem. Wenn man hier auf YouTube Musik spielt, dann kriegt man sofort Ärger. Also ich wahrscheinlich nicht hier mit meinem Mini-Account. Da wird nicht viel passieren, außer das heißt, du, mach das mal bitte nicht in Zukunft. Oder aber, du, Sony hat dein Video entdeckt, macht aber nichts, weil du bist so klein, interessiert keine Sau. Kann gut sein. Es klingt jetzt nach Mimimi, ist es gar nicht. Ich will nur sagen, es ist wahrscheinlich scheißegal, ob ich hier Musik reinspiele, die GEMA behaftet ist oder nicht. Oder auf die irgendwer die Rechte hat. Muss aber trotzdem nicht sein. Ne? Also, warum soll ich mir hier irgendwie Ärger einhandeln, den ich nicht brauche? Warum darf ich den Tisch nicht brauchen? Braucht der wirklich 8 Bretter? Ich richtig hier sehen. Meine Güte. Ja, den Kram.
Möbel. Sechs Bretter bloß. Okay, habe mich verguckt. Aber immer noch sehr viel. So. Das müsste ich eigentlich auch alles mal nehmen, einfach. So. Und auch das da nehme ich, damit es hier ein bisschen Ordnung wird. Einfach bei dem weißen Boden bleiben. Ja, ich guck mal. Also, ich könnte es mir auch vorstellen, dass die Waffenkammer hier einen weißen Boden hat. Kein Ding. Ich habe auch immer noch keine Kaffeemaschine, wa? Wer erinnert sich? Also, ich. Wer erinnert sich? Für mich ist es wieder 3 Wochen her. Für euch ist das vorletzte Folge oder so gewesen, wo ich es nicht geschafft habe, eine scheiß Kaffeemaschine zu looten irgendwo. Ey, stattdessen krieche ich irgendwo durch die Büsche und zerreiße mir die Klamotten. Das schaffe ich. Da bin ich Meister. Okay. Bauen. Gib mir mal noch ein Crate. Das grün. So. Wir haben wirklich keine weiteren Latten mehr. Kriege ich nochmal nach oben. Und ich bin gerade noch irgendwie am Überlegen, wie ich diesen Rucksack so weitestgehend leer kriegen könnte, damit wir gleich Holz farmen gehen können. Und die? Ne, die haben kein Rezept, also kommen die auch weg. Ich glaube, das Gummiband hat ein Rezept, nämlich aus meinem Mod. Es kommt noch ins Dings. Radiergummi brauchen wir auch nicht für irgendwas. Blatt Papier hat ein Rezept, okay. Kann ich hier mitmachen? Ach, ja, witzig. Einen Mod wieder vergessen. Der kann da rein. Und das kann definitiv da rein. Okay. Dann schiebt mal alles da rein, bitte. Hier irgendwie alles, was du hast, ja. Das sind ja eigentlich Spielkarten. Ich glaube, wir das machen. Könnt ja ein bisschen Solitär spielen. Sehr lustig. Müssen wir eigentlich einbauen, oder? Mod? Das ist dann wie Essen. Also, da kann man easy einen Mod mitmachen. Richtig easy. Mache ich vielleicht. Mal überlegen, wenn ich Bock habe. So, Tassen. Für Tassen hatte ich einen Schrank, oder? Irgendwo habe ich hier Kochzutaten und sowas. Da müssen auch Tassen reinkommen. Ja, genau. Und natürlich Eimer. Wer kocht nicht mit Eimern? Okay, ja, ich habe da so ein Dr. Oetker Kochbuch. Und das steht bestimmt irgendwo auch drin. So, nehmen Sie einen Eimer Mehl und Packung. Prise Salz. Und fertig ist der Muffin. Keine Ahnung. So. Um Unsinn reden. Schon mal. Ist noch ein Haufen Zeug wie Schmalz und sowas, ne? Aber es ist halt irgendwie kein Platz so richtig. Wir machen es mal hier rein. Bis auf das Dosenfutter. So. Mir jetzt ein bisschen leichter. Ne, immer noch 65 Kilo dort im Rucksack. Ja gut, das ist auch sowas hier geschuldet. Gucken wir mal kurz. Da reinschieben. Na, guck mal, geht auch was. Kiloweise Schraubensteine. War denn hier schon ein paar Steine drin eigentlich? 9 halt. Na gut, besser als nichts. Um die Details kann ich mich später kümmern. Immer noch 37 Kilo. Den Speer mit dem Jagdmesser möchte ich an sich nicht loswerden. Andererseits. Nee, komm. Erstmal nochmal hier in die Waffenkammer. Ist hier überhaupt Platz, ja. Bisschen. Das da rein. Das da rein. Das von mir aus auch erstmal da rein. Das wird.
Ich schon wieder. Wollte eigentlich nur die Wachsmalstifte loswerden, genau. Der Filter. Was konnte man damit eigentlich craften? Soybean Trap. Lösungsmittelfalle? Verstehe ich das richtig? Öffnen. So. Ah, natürlich kriegt er hier drin eine Winterdepression, weil er irgendwie das Tageslicht nicht sieht. Das kann ich auch gerade nicht ändern. Sind wir hier am Basteln. Mal hier einfach rein, ist mir egal. Wir müssen das eh gleich nochmal alles umkrempeln, sobald ich hier noch Bretter geholt habe. So. Achso, und ins Lager hätte ich gerne hier gelassen, weil brauche ich nicht. Ich habe eh eine Stumpfwaffe bei mir, das muss reichen. Nehmen wir da lieber einen Speer auf den Rücken. So, da ist er. Welche Kiste? Ab da rein. Genau. So, guck mal, dann sparen wir auch ein bisschen Gewicht. So. Das ist schon ein bisschen attraktiver aus. Das Essen, die bleibt im Rucksack. Den Rest kann ich irgendwie noch zerlegen. Und das Metallzeug kommt draußen erstmal in die Metallkisten. So, mit dem hier. Zack. Das nicht. Und ja, das geht. Wissen wir noch nicht, wo so viel Gewicht drauf geht. Doch nicht etwa wegen so ein paar. Ist ja interessant, wenn man scrappen. Oder ist mal im Boden. Wahrscheinlich die Dinger hier, ne? Scrap, nicht Deconstruct. Nicht den Dosenöffner. Bitte nicht. Jawohl. Doch, da liegt auch noch einer. Einer reicht mir. So, hier gab es wieder ein kleines technisches Problemchen. Irgendwie bin ich in letzter Zeit ein bisschen geplagt von. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ja, jetzt Combined Metal Parts. Das ist halt, seit OBS hat ja updated und seitdem hat es hier ein bisschen Probleme. Früher konnte ich Zomboid doch ohne weiteres im Fenster aufnehmen. Jetzt muss ich mal den ganzen Bildschirm capturen. Ne? Wie gesagt, das hat den Vorteil, dass ich mich hier, oh, ja guck mal, da war, dass ich hier Dinge rüberziehen kann und damit rumhandeln kann. Hier übrigens Twitch-Kram, bla. Aber es hat auch den Nachteil, dass das Dinge abstürzen und vor allem, wenn ich hier das Zomboid-Fenster anklicke, dann habt ihr da wahrscheinlich jedes Mal richtig krasse, komische Artefakt-Glitches und manchmal stürzt die ganze Scheiße auch einfach nur ab. Das ist echt ätzend. Aber viel zu machen. Irgendwie kriege ich das schon hin und vielleicht, ich werde mir auch das ist so eine Sache, die ich mal irgendwie zwischen den Aufnahmen machen muss oder so. Einfach mal mich hinsetzen und gucken, ob ich diese dämliche Fensteraufnahme zum Laufen kriege. Das wäre wahrscheinlich schon, da wäre wahrscheinlich schon viel mitgewonnen. So. Jetzt mache ich Folgendes: Ich hole den Sack Erde hier hin und die Säcke hier hin. Immer noch 15 Kilo Kram dabei. Wo kommt denn das alles her? Sag mal. Kann doch nicht alles das Hundefutter sein und der Eimer. Ach hier, Lederstreifen und. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe so gesehen, dass ich so viel Zeug dabei habe zum Reparieren. So. Ja. Gut. Mal kurz nach oben. Wir sind uns aufs 13, 14. Ja, ist noch genug Zeit. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt, wie lange diese Folge Überlänge hat oder Unterlänge oder was auch immer. Ärgerlich. Nützt nichts. Ich nehme jetzt einfach noch 20 Minuten auf und hoffe, dass ich irgendwie hinkomme. Ach doch, ich kann ja auf die Uhrzeit gucken. Ich wollte ja einfach bis 0 Uhr aufnehmen. Laut der Uhr habe ich jetzt noch, naja, ungefähr 20 Minuten, bis es um 9 ist. Um 10 ist. Dann habe ich nochmal 2 Stunden. Also es geht. Gut. Platziere ich jetzt auch mal hier den Scheiß Eimer. Los, weg damit. Ich glaube, der steht jetzt vor dem Tisch, aber
So, das Brett brauchen wir hier oben vielleicht für irgendwas. Und dann können die Lederstreifen noch zurück in diese Kiste wandern. So. Die Fäden passen wohl nicht mehr. Gott. Was ist hier los? So, 3 Kilo. Kurz mal überlegen. Baumstamm wiegt 9. Wie viel wiegen 4 Baumstämme? Das ist eigentlich die angebrachte Frage. Ja, wird schon passen irgendwie. Und runter. Ist natürlich wieder sehr schlau, ohne Axt aufzubrechen. Ist auch keiner dabei. Schnell wieder umdrehen, oder liegt hier noch einer rum? Eine Säge sehe ich da. Und der Bushmaster. Und ein Zombie. Und den hat aber auch keine Axt für mich. Rein, raus, hin und her. So ist das, wenn man ungeplant und verpeilt ist. Da auch nicht. Sind alle Wände raus. Ich mich nicht mehr verlaufe. Okay. Zack. So. Läuft. Jetzt aber. Das war ja gerade ein lustiger Glitch. Fährt das Ding hier schon oder ist das noch ziemlich im Eimer? Mal kurz reingucken. Kfz-Mechanik. Spiel sagt Autowrack. Naja, ich glaube, hier werde ich mich mal nicht drauf verlassen. Wir nehmen. Nehmen wir eigentlich. Wie habe ich den hier reingeschleppt? Ich habe dafür bestimmt ein Auto. Steht das noch draußen? Bin ich ein. Ach, das steht noch da oben irgendwo, wa? Komm, dann laufen wir mal hin und holen das. Dieser Toyota. Die müsste hier noch irgendwo in irgendeiner Gasse stehen. Ja, ziemlich ruhig geworden hier im Hause. Im Hause, also in der Stadt. Bis auf die minimalen Zombie-Horden. Ja. Überall. Jetzt alle niedergemetzelt. Jetzt habe ich zu Action gesagt, die Folge. Ein bisschen ist erlaubt, oder? Wieder Hunger. Na, kommt mir noch recht. Vielleicht die Tasche, die Dosen wenigstens los. Ob man das, nee, kann garantiert nicht benutzen. Das ist ein G, was da oben dran ist. Was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? Ein Kran? Irgendwie fehlt da der aus. Ja. Bei. Ja, was mir gesagt. Na los, kommt raus. Wenn wir hier immer dabei sind, dann können wir das auch ein bisschen zelebrieren. Mann, ich wollte Holz sammeln und nicht Schmuck. Jetzt sammle ich wieder Schmuck.
Oh Gott. Was? Ist da hier eine versteckte Kamerashow? Ja. Okay. Irgendwie fehlt auch die Musik, wa? Woran liegt das? Ich habe rumgespielt mit Mods, also rumgespielt spielt es gut und meine eigenen Mods getestet und so. Und irgendwann geht eben die Musik dann auf den Keks, wenn man irgendwie am Mod bastelt und eigentlich nur debuggen will und im Hintergrund läuft ständig irgendwie hektische Musik oder so. Da stellt sie sich irgendwann aus. Müsste mal wieder anmachen. Machen wir jetzt mal mit jetzt nicht erstmal kurz. Das wird hier mal ganz kurz, mal eben das Auto holen. Aber gar nichts, Juno hat mir irgendwie ein paar Freunde zurückgelassen. Ja. Ich hab eigentlich gar keinen Bock auf euch. Ich muss zum Speer greifen. Ich mach mal. Das mache ich deswegen, weil meine Ausdauer sonst wahrscheinlich nicht mehr lange genug reicht. Na gut, wie ihr meint. Okay, Lust auf Rückzug, aber wenn ich das so angucke. Sag mal, wollte vergangenes Juno nicht auch Zitronengras sammeln? Was ist hier los? Was ist hier los? Fokus, Fokus. Willenskraft. Mal ernsthaft. Kommt zu nix. Ich dachte schon, da bleibt jetzt am einzigsten intakten Fenster hängen oder so. Eigentlich gibt es gar keins mehr, was intakt ist. Irgendwo hier muss doch mein Auto sein, oder? Da oben steht's. Genau. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Sprit drin ist. Wie ich mich kenne, habe ich das mit laufendem Motor stehen lassen. Und was ist das für ein Auto? Jetzt möchte ich mal kurz reingucken. B19. Und definitiv auch von irgendeinem Mod. Und man kann Armor dran bauen. Aber was genau das macht, keine Ahnung. Natürlich bin ich wieder müde und alles. Ich würde mich gerade kurz auf die Straße setzen. Schönes großes Gebäude. Ah, kein Wunder, dass da so viel rausgeplätschert kam. So muss ich euch auch mal ein lustiges Easter Egg zeigen. Zum Essen aus der Dose. Vergesst das jedes Mal, aber man kann da, wenn man den Löffel im Inventar hat, dann wird er den benutzen, um aus der Dose zu essen. Das ist total niedlich. So, und welche Details die Designer da wieder gedacht haben. Die Game Designer, die Devs. Oh ja, okay, die Zeit ein bisschen sinnvoll verbringen. Okay. Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Eh total müde und so. Sie ist ja bloß sich. Oh, guck mal hier, den Laden haben wir noch nicht geplündert. Los. Wegflitzen kann im Zweifel.
Na toll. Aber ich habe noch ein Speer dabei, oder? Oder? Noch einer. Nehme ich halt die Axt. Böse. Egal, nehme halt das Ding. Jetzt sagen wir mal gut. Bin nur ans Auto. Feierabend. Nee. Naja, müssen wir wohl noch Filme platt machen. Mal gucken, wenn der Grabräuber-Perk da steht, dann werde ich mal ein bisschen hellhörig, aber eigentlich nichts Interessantes außer einem Buch, das man schon kennen. Oh Mann, ey, oh Mann. Lass mich in Ruhe. Die Sache ist, ich will jetzt nicht einfach ins Auto springen und hoffen, dass es angeht, weil wenn ich es mit laufendem Motor abstehen lassen, dann jetzt auf keinen Fall an. Man macht so wenig Schaden, wenn man erschöpft ist, ne? Das reicht noch ein bisschen, aber bald nicht mehr. Da. Einer ist da noch, aber ich denke mir den jetzt einfach mal weg. Der ist da nicht. So. Hey, der Sprit ist alle. Ich bin ja arscht. Weg hier. Zurück zur Base. Wir schlafen eine Nacht, kommen mit einem Benzinkanister wieder. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, Holz holen ist dann nächste Folge. Nutzt ja alles nichts. Was das eigentlich darstellen? Abgesägte Birken? Tür auf, Tür zu. So. Auf ins Bett. Oh, ein Unglück passiert. Warum nicht? Schlafen. Depression wird einfach weggeschlafen. Gut, gut, gut. Jetzt überlegen, wie ich das mit dem Benzinkanister am dümmsten mache. Aber eigentlich. Die Antwort ist eigentlich simpel. Ich nehme ihn mit und gehe kurz zur Tankstelle. Ach, der ist sogar voll, ne? Ja. Brauche ich gar nicht zur Tankstelle. Umso besser. Ist um 5, das heißt, hier wird es gleich hell. Und dann ist es auch erledigt.
Übrigens, falls ihr Singleplayer spielt und so, was man auch machen kann, statt zu, einfach zu rennen, ist hier die ganze Zeit so und dann die Zeit ein bisschen vorspulen. Dann verschwendet man nicht so viel Ausdauer. Ja. Muss natürlich aufpassen, weil die Zombies bewegen sich dann auch schneller. Feuer, Schürhaken. Komm, wir nehmen mal einen Schürhaken. Waffe der Wahl. Oh Gott. Nee. Das ist ja ultra kacke. Eine ganz andere Reichweite als gedacht. Wir machen trotzdem mit Schürhaken. Also ist das, wenn man das Auto nicht betankt, dann ist immer der Sprit leer. Wer hätte es erwartet? Ich dann sowieso mal schauen, dass ich das ein bisschen wieder in Schuss bringe, die Karre. Jetzt habe ich mich gerade verdrückt. Ich wollte eigentlich nicht rufen. Aber wir sind ja wieder fit. Also sollte alles irgendwie unter Kontrolle sein. Na, na, na. So nicht, Leute. So nicht. Das war unnötig knapp, aber ich wollte den Benzinkanister da unbedingt noch vollständig reinkriegen. Jetzt hier Ruhe. Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Ich wüsste gerne mal, was sich hier noch rumtreibt. Weil das, was wir hier schon weggemetzelt haben, ne? Muss ja eigentlich auch ein Glück sein. Also, ach so, einer von euch hat mir auch darauf hingewiesen, dass wir ja noch Teile der Map erkunden können. Und das ist absolut richtig. Also, hier oben muss es wohl noch ganz interessant sein. Und auch hier drüben ist es noch ganz interessant. Und das werden wir auch noch tun. Aber erstmal muss die Basis ein bisschen in Schuss sein. Und dann gucken wir uns mal den Rest der Welt ein bisschen an. Im Hafen gibt es noch so viel Loot zu holen. Selbst auf minimalsten Looteinstellungen, wie wir sie gerade haben. Das wird definitiv noch interessanter. Da überlege ich schon, wie ich da hinfahre. Wahrscheinlich mit einem LKW mit Anhänger, weil ich dafür gar nicht den Führerschein habe. Aber sehen wir dann. Auf jeden Fall, jetzt ist erstmal Holz holen angesagt, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und dann. Ja, jetzt wollte ich noch irgendwas über Weihnachten sagen, aber das war ja im Prinzip alles schon erledigt. Also, dann sehen wir uns einfach, genau. Frohen Rutsch oder so. Ja, bis dann kommt auch noch Folgen. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge.